die zum heutigen Stadtspaziergang in Waidhofen willkommen heißen dürfen. Wir, das sind Bürgermeister Werner Kramer und die Verantwortliche für Niederösterreich Gestalten Petra Eichlinger. Mein neuestes Werk, rechtzeitig zur Stegeröffnung habe ich eine Skulptur gefertigt. Sie stellt einen bestimmten Heiligen dar. Ich habe da eine kleine Beschreibung dazu gegeben. Bei Verspannung und großer Last hilft nur einer, dem das passt. Das habe ich jetzt ein bisschen schnell gereimt, aber sinngemäß ist so. Meine Skulptur stellt den Heiligen Nepomuk dar, der normalerweise seine Hand schützend über Brücken und Stege hält. Aber wir rufen das ein bisschen anders. Da ist sinnvoll, wenn er die Hand unter den Steg hält. Das ist hoffentlich ein gutes Omen, dass dieser Steg entsprechend lange hält. Weil der alte Steg, den ich hier ein bisschen nachempfunden habe, hat sich ausgezeichnet durch große Beweglichkeit, kann man so sagen. Das, was auch ganz wichtig wäre beim neuen Steg, dass er keinen Preis kriegt. Wie wir altgedienten Waidhofener wissen, alles, was einen Preis hat, hat nicht lange Bestand. Ein Beispiel, am Obernstoppplatz ist eine wunderbare Brunnenskulptur gestanden, hat einen Preis gekriegt, ist weggeblieben. Dann Steg hat einen Preis bekommen, wird nach etlichen Jahren abgebaut. Und ich hoffe, dass der Nepomuk in dieser Form eine entsprechende Aufbewahrung findet. Vielleicht könnte man einen Architektenwettbewerb einberufen, um ein würdiges Zuhause zu bieten dann. Ja, wenn da so eine moderne Kapelle stehen würde und der Nepomuk drin, also da kann ich fast garantieren, dass der Steg wirklich sehr, sehr lang hält. Mein lieber Bär, hast du noch Fragen? Gut.